Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wie versprochen, ja, wie soll ich sagen? Ja, zurück von der Silagefront. Aha. Ja, ich habe ja jetzt, seit Call of Duty 4 fertig ist, jetzt zwei Folgen täglich von Landwirtschaftssimulator gemacht. Bis einschließlich morgen noch am Sonntag. Denn ab Montag lucht dann Call of Duty 5 starten, World at War, auf Veteran, wie versprochen. Und bis halt die Pfeile jetzt endlich mal soweit sind, werden wir natürlich jetzt hier noch. Wow! Scheiße, scheiße, scheiße. Bis halt die Pfeile hier reif sind. Sind schon fast reif. So. Und wir kommen noch langsam wirklich in den extrem tiefen Boden zu verlassen. So. So. Ich glaube, ich kann jetzt oben schon mittlerweile. Ja, ich werde oben mal starten gerade. Scheiße. Scheiße. Ich müsste auch mal den Traktor auswählen. So. Strohhexel ein Schad, der Strohhexel ist. Wie ist es denn jetzt? Ungefähr, jetzt muss ich auf Taste. Komma. So. Jetzt. Das müsste eigentlich der Schwade an sein. Ja, wunderbar. So. Sind wir? Das ist noch nicht fertig. Das heißt, bis das da unten was ist, werden wir noch weiterhin hier den die BGA füttern. Dann werden wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Folgen wirklich hier alles wegkriegen. Boah. Also soll heißen den Kredit hier werden wir noch schnell werden wir wieder wegkriegen. Also wir kommen wieder ins Plus auf jeden Fall. So. Noch eins. Dann dürfte eigentlich unten auch schon bald reif sein. Ja, unten ist jetzt auch reif. So. Aber ich lasse noch ein bisschen laufen. Allerdings auf Lachsen langsam. Ich würde gerne hier noch ein, zwei Schaffchen reinhauen. Denn ich würde noch eigentlich sein Geld gerade verdienen. Aber die Silage kann ruhig noch ein bisschen reifer werden. Oder steckt mir nicht drin. Das ist nicht so schlimm. Solange ich jetzt hier nur erstmal Geld verdienen kann. Mensch, ja, der hat doch die rote Bremse, hey. Guck mal, vielleicht krieg ich es noch hin. Ja, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich hier den Schlüter noch zusammen kriege jetzt. Für die Arbeiten hier unten. So. Ich muss halt wirklich aufpassen. Ach ja, das ist noch. Erstes Reifenstadium. 64% noch und das heißt noch ordentlich Geld, was wir hier zusammen kriegen. So. Ja, yeah, bald gleich ist es soweit. Ich muss schon mal sagen, noch 200.000 verdienen, da haben wir den Dingens. Ja.
250.000 circa. Also dürfte, denke ich mal, hiermit kein Problem sein. Ich glaube, ich muss hier dann noch so einen kleinen Schlüter hier hinten hinpacken, um zu verdichten. Weil der Standardschlüter. Denn der Standardschlüter hat ja keine Fronthydraulik, von daher ist das ein bisschen problematisch. So, jetzt sollen wir uns aber erstmal hier drum kümmern. Wir haben hier Gerste gesät. Hatte ich überhaupt gedüngt? Ja, gedüngt war. Von daher ging es, geht es. So. Und einmal abtanken und ab zum, was sagen die Prozente eigentlich? Die Prozente sagen eigentlich schon alles gut, nur 10%, 62% Wolle. Vielleicht gar mit der Kette da hinten, die wirklich mit einem animiert ist. So. Wenn ich bremse, schnallt die auch extrem nach vorne. So, wieso hat er das gerade gleich geruckelt, aber egal, es funktioniert noch alles, von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. So. Minus 97.000, wir sind bald am Ende. Ach, ich will unbedingt noch hier was Geld verdienen. Ich bin gerade um ein richtig Geld geil, wie ihr merkt. Baumel, baumel die Kette. Ich will nämlich jetzt einen Schlüter haben. Weil der hat ein bisschen mehr drauf, wie. War nicht so einfach, weil der kein Gewicht braucht, wieder Ding zu ziehen. Und das heißt, ich komme besser vom Siedlerraum runter nachher. Ja? Das heißt, ich kann den Dolz nach oben bringen, ich kann den oben verwenden. Ich kann hier unten schon mit den Schlüttern arbeiten. So, läuft doch wunderbar. Krass, dass ich da hinten fast einen Überschlag mache. Gut, habe auch vorhin ordentlich Gewicht drauf, von daher ist auch eigentlich nicht verwunderlich. So. Immer mal ein bisschen auf die Reifen schon achten. Ich muss noch nicht zu. Nein, nehmen wir mal auf 15 runter. Bisschen Glück reicht halt auch noch wunderbar aus. So. 62.000, wir sind gleich im Plus wieder. So, das Ding ist jetzt gleich zur Hälfte leer. Und ja, wir haben jetzt mit wie viel haben wir gestartet? Mit knapp 2.500 minus. Und das heißt, ein halbes Ding hat, bringt uns gut 200.000 Euro ein. Das heißt, das Ding muss noch komplett leer gehen, bevor wir uns den Schlüter leisten können. Noch 5 Schaufeln sind wir im Plus wieder. Kartoffeln, will ich mit Kartoffeln. Und zurück. Mal ein bisschen gucken. Ne, ist noch wunderbar. Der Case kann auch gleich wieder abgetankt werden. Kann ich mich echt mal nach der Schaufel direkt wieder in Lader reinsetzen. Oder sieht nach schnell, der ist gerade am Drehen. 38.000 minus. Ja, guter Start für diese Folge, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt gleich schon wieder 10 Minuten dran sind. Ihr seht gerade nichts anderes wie hier die Lage fahren. Aber jetzt muss ich aber wechseln hier.
Jetzt muss ich wechseln. Jetzt ist er nämlich voll. So. Mache ich ihn voll. So. Was sagt die Mischration? Die müsste ich auch bald nochmal aufstocken. Ja, das ist doch eigentlich eine Arbeit, die vor uns steht. Mit der Zeit jetzt. Können wir dann eigentlich machen, während der den Rassum abernten ist. Würde ich mal sagen. So, das Ding ist bei 44% schon. Heißt, wir werden das Ding auf jeden Fall noch leer kriegen. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich wird heute eine reine Silage-Folge werden. Denn ich will unbedingt aus dem Minus daraus. Und ich finde, es war schon auf jeden Fall schon gut, dass ich da mich entschieden habe, da direkt noch eine Silage-Tour hinterher zu schicken. So, 14.000. Oh, meine Fresse. Guck mal schnell sehen. Was hat der Finanzstatus denn? Einnahmen, Ernte, 327.000 heute. Aber können wir mal sehen, wie viel wir jetzt eigentlich plus hätten, wenn man diese Lage komplett hätte nutzen können. Ohne das Minus. Ich muss schon sagen, das ist einiges. Das muss ich erstmal hier zur Seite fahren. Nur bewölkt heute, ne? Ja, wunderbar. So. Aus dem grünen Bereich. So. Ja. Aber die Ernte bringt schon einiges. 330.000 sind wir jetzt. Und sind gleich wieder im Plus. Okay. Wann haben wir alles abgeerntet? Da müssen wir noch 200.000 bringen für den einen Kredit. Aber der ist der Rede wert. So. Und zurück. Mit dieser Schaufel sind wir dann wieder im Plus. Ja, wunderbar. Besser geht doch, glaube ich, gar nicht mehr. Sind wir jetzt schon mal ein gutes Teil aus dem Minus raus. Dann schreiben wir erstmal wieder schwarze Zahlen, würde ich sagen. Ja. Also, wie diese Richtung geht, das freut mich am besten. Jetzt gehen die Zahlen natürlich nach oben. Ich denke mal, das will man auch wieder alles wegknallen heute. Also in der nächsten Folge beginnen wir wieder mit der nächsten Ladung Silage. So. Mimi. Irgendwie alles schon krümmeln, der Trott. So. Und das gefällt mir noch schon eher hier. Wir schreiben jetzt wirklich schwarze Zahlen. Endlich wieder. Ich glaube, ich habe auch schon den Titel für diese Folge. Endlich wieder schwarze Zahlen. So. Wunderbar. Und der andere ist schon wieder voll. Das heißt, der kann auch jetzt gleich schon abgetankt werden. Beziehungsweise auch noch weggefahren werden. Was haben wir jetzt im Moment für Gerste? Was sagen die Gerstenpreise? So. Gerste. Güterbahnhof 571. 538. Mühle 618. Okay, dann gehen wir zur Mühle damit. Dann geht er zur Mühle. Beschlossene Sache, würde ich sagen. Also erst muss ich ihn auch abdanken. Sonst bringt er mit der Mühle nichts. So, die Tour noch und dann noch einen und dann können wir den abdanken. Ich will auch schon ordentlich Knete für. Okay. Müsste auch noch richtig drunter parken, weil sonst bringt die Kacke nichts. So.
So, wenn ich das noch 100.000 zusammenkriege, dann bin ich glücklich. Dann kann ich mir den Schlüter zusammen. Dann schaue ich echt mal in den 5 Minuten noch, die ich noch habe. Ja, ich denke, das dürfte noch dicke zu schaffen sein. Ja, das reicht noch für diese Folge. Vollgas rein, sonst bringt das Ganze nämlich nichts. Zurück. Oh, Roll ist bei 21%. Das heißt, wir haben auch demnächst Nummer 4. Palette Nummer 4 bereit. Boah. Mal Licht am machen hier. So, das kriegen wir noch mal Ärger. Ja gut, das ist mein Bratgrundstück, da durfte ich eigentlich nicht so fahren dürfen. Naja. Also grad, auch wenn wir sie bewirtschaften gehören, uns die BGA eigentlich, oder haben wir die irgendwie angemietet? Erstmal rein theoretisch gesehen, wir starten mit klapprigen Maschinen, aber direkt eine BGA da stehen. Irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? Wie war es vielleicht gehört, dass dem Land hier, sage ich jetzt einfach mal, dem Land Westbritschels und ich bewirtschafte sie nur, damit da die umliegenden Dörfer damit Strom bekriegen. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Die Stadt, das Land Westbritschels stellt mir diese BGR zur Verfügung und ich muss halt bewirtschaften. Ja, ich denke, das lässt sich eigentlich mit vereinbaren. So. 38%, der ist gerade am Drehen. Wunderbar, die 50%, jetzt geht er wieder los. Wir sind auch gleich schon wieder durch mit der Folge. Aber mit dem 15 Mal das klappt eigentlich ganz gut. Also 135.000 war da, damit was wir. Entschuldigung, ich muss auch mal auf die Finanzen. So, dann mache ich mich zum Schluss auf. Wenn ich den Part beende jetzt gleich. Dann werden wir uns auch mal kümmern. So. Da bin ich mal gespannt, was wir am Firmen Plus mit der Silage gemacht haben jetzt. Allein da Silo jetzt. Ja. So, gleich sind wir durch. Haben wir einen Schlüter zusammen, jetzt sei Dank. So, 19%. Was sind noch ein paar Schäufelchen? So. Und los geht es. Oh, der andere ist gleich schon wieder voll. Eine Witzka, geht ja wieder ruckzuck heute hier. Aber. Ja, ich will jetzt erstmal. Gucken. So. Da schauen wir den Schlüter zusammen. Aber ich muss erstmal oben abtanken. Dann ist der auch voll. Super. Der ist jetzt voll, verdammt. Da schaue ich aber auch jetzt nicht mehr, den wegzufahren. Dann werden wir dann in der nächsten Folge machen. So. Da steht aber jetzt doof da. So. Lade schon auf, dann werden wir in der nächsten Folge direkt wegfahren. Ich will hier auf jeden Fall jetzt noch eine die Schoff da reinknallen. So. Dann werde ich das machen, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet uns das nächste Mal wieder ein zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Denn wir schreiben uns wieder schwarze Zahlen. Heißt, wir können jetzt langsam anfangen mit Erweiterung und alles. Und unsere nächste Erweiterung wird halt in der nächsten Folge direkt der Schlüter sein, den wir dann direkt hier nutzen, für die Silage einzufahren. So. Dann schauen wir noch zum guten Schluss nochmal rein, was wir jetzt so eingenommen haben.
und da schauen wir mal unsere Finanzen. Und wir haben jetzt allein mit dem Silo knapp 460.000 eingenommen. Plus minus. Und das ist schon eine ganze Menge. Und das, ja, wird uns schon sehr weit bringen. Und dann würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch 6 mal ein. Bis dahin. Ciao.